Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute mal wieder zum Thema Dacia Duster. Ich bin wirklich immer noch geflasht, was da passiert ist. Hätte ich niemals gedacht. Das Projekt von uns ist einmal um die Erde und zurück. Wirklich, sogar NASA am Mars haben die angerufen, ob die ein Bodykit haben können. Kein Scherz. Die Schweiz viel, ne? Und die Schweiz will, also wirklich aus der ganzen Welt. Ich wusste gar nicht, dass Dacia sogar überall auf dem Planeten vertreten ist. Ne? Also ich habe mich mit dem Auto nicht beschäftigt oder mit der Marke, aber ich muss echt sagen, man soll die Marke ernst nehmen. Ja. Trotzdem hatten wir das ein oder andere Kommentar, wo die Leute geschrieben haben, boah, so ein hohes Auto so tief zu legen, ob das so sinnvoll ist. Ne? Also deswegen ist das Video hier, weil viele, auch der JP gesagt hat, das Auto ist zu tief, das Auto ist und so weiter. Dann haben wir das Auto höher gemacht. Meiner Meinung nach muss das Auto wirklich so vom Werk kommen, ob das die Feuerwehr ist oder in Skandinavien, die skandinavischen Länder, Krankenwagen, ADAC oder was auch immer, wie auch immer, die ganzen Jäger, ja. Die sind aber günstiger als das Auto, ich sag mal, und zuverlässiger, kaum. Ja. Wenig Elektronik, das Auto ist eigentlich laut Statistik sehr zuverlässig. Ich habe selber noch keine Erfahrung mit Dacia, sage ich nochmal, aber ich vertraue quasi dem, was im Internet steht. Und jeder schreibt das, dass das Auto wirklich sehr zuverlässig ist. Gut, wenig Elektronik, wenig Schnickschnack, die man haben kann, aber nicht haben muss. Mhm. Wo mehr Ausstattung, desto mehr Probleme. Ja? Ja, schauen wir uns mal das Bild von vorne an. Ja, also wir haben hier bei dem Dacia 4x4 Konzept ein paar Felgen mit Stollenreifen drauf gemacht. Ja. Wirkt natürlich dadurch automatisch höher, automatisch brutaler, also sehr, sehr geländemäßig, optisch. Ja. Aber mit derselben Höhe? Die Höhe ist nicht viel anders. Also, ist nicht höher gelegt jetzt, ne? Nein, also wie Serie meinst du? Mhm. Also ich würde mal sagen, vielleicht doch schon 20 mm. Ja. Ja. Na, man könnte mit H&R absprechen, ob die nicht für uns... Wer pfeift da? Wer ist ein Pfeifen? Ob wir nicht eine Tieferlegung für den Dacia Duster und eine Höherlegung machen könnten. Ja? Ich sag mal so 20 mm ist keine große Kunst. Ob man 20 mm tiefer legt oder 30 oder 20 hoch. Klar, so einen großen Metallbügel in Deutschland ist ein bisschen kompliziert mit der Zulassung. Ja, wir haben es gemacht als Offroad-Version. Warum ist das kompliziert? Ich glaube ab 2000, ich bin mir unsicher, 15, 16. Weil die nicht nachgeben beim Unfall, oder? Mhm. Ah, okay. Aber man könnte die auch in GFK bauen. Ne? In Glasfaser, mhm. Oder in Carbon. Carbon wird wahrscheinlich zu teuer, aber in GFK. Ich meine, machbar ist es schon. Man darf das nicht unterschätzen. Die ganzen Boote sind aus GFK und die halten, was weiß ich, 10 Tonnen. Ja? Also das darf man nicht unterschätzen. Viele sagen, ach, Carbon ist viel, viel stärker als GFK und so weiter. Ja, viel dünner und die gleiche Stärke. Ich sag mal, wenn Carbon, ich sag mal, 1 mm ist, muss GFK 1 cm dick sein, damit die gleiche Funktion da ist. Ja? Also die gleiche Stabilität ist. Deswegen ist Carbon sehr leicht und dünn.
Beides sind Verbundstoffe, die man laminiert. Ob Carbon oder GFK, beides ist mit Harz. Ja, im Prinzip das Innenmaterial ist gleich. Ja, mhm. Nur die Webung von den Materialien ist ein bisschen anders. Mit unserem Dacia könnte man wirklich auch tief ins Wasser reinfahren, weil wir haben die Luftfilterfunktion auch auf dem Dach verlegt. Ja. Ja. Die Stoßstange ist gleich geblieben. Im Prinzip ist das ganze Bodykit ist gleich geblieben. Nur alles viel also höher. Ja. Hier wollte ich nochmal zu dem Grill was sagen. Ich finde den Grill sehr, sehr schön, was Dacia gebaut hat. Weil in dem letzten Video haben viele geschrieben, ja, der Grill ohne Dacia-Logo und so weiter. Ich finde es nicht. Also ich möchte ja nicht ein Auto umbauen, um zu sagen, oh, das ist jetzt ein Mercedes oder was. Oder verheimlichen, dass die Leute denken, oh, was ist das für ein Auto? Ich meine, wenn ich mir einen Dacia kaufe, dann bin ich schon ein stolzer Besitzer von einem Dacia, glaube ich. Ja? Ich finde die Autos wirklich nicht schlecht, also so als Basis. Ist nicht falsch verstehen, weil viele werden hier sagen, ah, Belzec, Rolls-Royce, Ferrari und Co. Im Hintergrund, aber der ist beeindruckt von einem Dacia. Ich bin beeindruckt von jedem Auto, weil bei jedem Auto, ja, was auf der Straße fährt, haben die Designer oder die Entwickler sich irgendwas dabei gedacht. Ja? Ob das ein Fiat Panda ist oder ein LaFerrari. Ja? Auch ein Multipla. Ja, okay. Ja. Ja. Ich behalte meinen Kommentar für mich. Mhm. Das war ein Reinfall. Was wollte ich noch sagen? Ich bin ein bisschen raus. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt... bei den Dacia ist wirklich, das Projekt ist 1:1 wie das tiefergelegte Projekt. Ne? Nur wir haben das ein bisschen andere Felgen drauf gemacht und minimal höher gemacht. Ich schätze mal so 20 mm. Ja, jetzt muss ich mal gucken, kann ich so weitergehen. Ja. Bei der Offroad-Version haben wir noch Leuchten auf dem Dach montiert. Ja, ich finde es cool. So eine Offroad-Version, da braucht man immer viel Licht. Man könnte das natürlich auch in dem Dachgepäckträger einbauen. Geht auch so, die ganzen Lichtbars. Von jeder Seite haben wir bei dem, vielleicht können wir das hier einblenden, bei dem Mercedes X-Klasse, was wir umgebaut haben, haben wir das eingebaut gehabt. Welches gefällt dir besser? Soll ich mal sagen? Das Projekt, wenn man das zentral von vorne sich das Bild anguckt, mhm. Ne, finde ich, jetzt ohne Scheiß, das Auto sieht aus wie ein Volkswagen Amarok. Amarok. Ja. Also für mich sieht er aus, von vorne sieht er aus wie Amarok. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Offroad-Version auch, ich finde die echt cooler. Ja. Also ich habe auch festgestellt, manchmal ist das auch schön, mit so einem Auto zu fahren, wo ich mit einem Ford Ranger gefahren bin, ja? Ein paar Tage oder wie die X-Klasse hatten. Mit dem Stollenreifen, es ist so ein schönes Gefühl, über die Bordsteine zu fahren beim Parken. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, man muss auf nichts aufpassen. Ne? Nein, das ist normalerweise, oh, meine tollen Felgen und so weiter, hier immer so viel Abstand vom Bordstein und was weiß ich was, also sehr vorsichtig und so weiter, aber ich finde es manchmal so schon geil, zu parken, so... Bei der Haube haben wir nur so eine kleine, so einen kleinen Powerdome eingebaut. Finde ich für eine Offroad-Version etwas schöner. Obwohl, ich sag's nochmal, die Haube bei dem Auto sehr schön ist. Sehr regelmäßig. Viele schöne Linien, die sehr geprägt sind und so weiter. Das finde ich sehr schön. Hinten. Ja, hinten haben wir so ein Rohr unter dem Auspuff noch eingebaut. Ja. Wenn man irgendwo Offroad durch die Gegend fährt, kommt man an dem Diffusor nicht dran. Ja, dass man sich irgendwie Sachen beschädigt, die quasi normalerweise im Straßenverkehr nicht beschädigt werden, aber im Gelände sollte man die ganze Geschichte etwas schützen. Dann haben wir auf die Rückleuchten so Metalldinger gemacht, falls ein Förster oder Jäger, keine Ahnung, manchmal ist das so, kommt man gegen einen Baum oder so ganz leicht angetitscht. Ist die Rückleuchte kaputt. Wir haben auf dem Dach eine Prior Design Überraschungskiste drauf gemacht. Nein, Scherz. Also im Großen und Ganzen finde ich das Projekt sehr, sehr gelungen. Und so wie es aussieht, wenn wir das Bodykit so oder so bauen, ja,
ein Projekt für nächstes Jahr, ne? Wir haben ja noch so ein paar Sachen. Viele, auch, viele haben auch geschrieben unter manchen Videos von uns, wir zeigen viel, wird aber nichts fertig. Ja, wenn das so einfach wäre, ja, dass wir heute ein Konzept zeigen und in 2 Wochen fertig sind, dann hätten wir mehr im Programm als jetzt. So eine Entwicklung, die frisst wirklich, wirklich Zeit. Von Idee bis fertiges Auto, 4 Monate, manchmal sogar 5. Ja, also wirklich, man darf das nicht unterschätzen. Erstens das. Zweitens, wir haben mit der YouTube-Geschichte hier angefangen, so wirklich, wir haben ein paar Videos gedreht, wie wir die Sachen produzieren und so weiter. Das war letztes Jahr, nach dem Sommer. Ende letzten Jahres, ja. Aber so richtig mit Projekten und so weiter haben wir angefangen dieses Jahr mit einem Hyundai. Das war auch nicht zu erwarten, dass das passiert, was passiert ist. Ja? Und deswegen müssten wir unsere Projekte zuerst zu Ende machen. Ja? Und danach haben wir mit dem Hyundai angefangen. Also es ist nicht so, dass wir im Februar, glaube ich, oder März, kann man, oder Sascha? Mhm. Februar, März kam das erste Video von Hyundai, dass wir da sofort angefangen haben, alles liegen gelassen haben, die ganzen alten Projekte. Nein, wir haben mussten diese Projekte zu Ende bauen. Ja? Und dann haben wir mit dem Hyundai angefangen. Und das ist auch der Grund, warum wir das nicht jetzt anfangen, also nicht falsch verstehen, dass die Leute sagen schon her, ich kaufe, ja. Wir machen erst die anderen Projekte zu Ende, das ist der i30N, Hyundai i30N, Mercedes G-Klasse haben wir noch, ein Bodykit gemacht. Die i30N dauert wirklich nicht mehr lange, wirklich. Ja, die i30N ist eigentlich, fast schon durch. Wir haben schon die ganzen Videos, Montage und so weiter alles gedreht, nur wir haben auch so viele Videos im Vorlauf, vielleicht machen wir auch 3 Videos mittlerweile dann in der Woche, nicht mehr 2, oder Sascha? Ja. Ich sag mal, wir können ja die festen Tage einfach rausnehmen, dass wir einfach in der Woche gucken, dass wir in der ganzen Woche von Montag bis Sonntag auf jeden Fall 3 Videos raushauen. Mhm. Ja, deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns, aktiviert die Glocke, sagt euren Freunden, je mehr Abonnenten wir haben, desto besser ist es für uns und für euch auch, weil das, was wir quasi von euch bekommen, geben wir an alle anderen wieder. Was ist los, du Rapper? Auch Käppi, oder? Komm auf die Casting-Couch. nein. Viele haben auch geschrieben, Käfig, das kann man gar nicht bauen. Warum nicht? Wir können es bauen. Wir sind gerade noch mit einem, wie soll ich das vorsichtig nennen, wir sind noch mit einem Münchner Automobilhersteller dran, etwas Krasses zu bauen. Mit Käfig. Oder Mit Käfig. Also wir konstruieren den ganzen Käfig und so weiter. Wer das nachher für uns baut, das ist eine andere Geschichte. Ja? Also auch bei Dacia Duster kann man im Prinzip einen Käfig einbauen. Vielleicht, wenn man, was weiß ich, irgendwo in den Bergen unterwegs ist, falls das Auto abrutscht, man weiß ja nie, ja, hat man einen Käfig drin. Also vielleicht, wenn sich vielleicht Dacia bei uns melden würde, könnte man gemeinsam was richtig Krasses aufbauen, so ein Renn-Dacia. Ja, ich habe schon überlegt, ob man vielleicht einen Motor verfrachten könnte. Das können wir auch übrigens. Das wäre nicht so das große Problem für uns. Vielleicht, dass wir so auf 350, 400 PS kommen würden. Ja, ich glaube, da würden die anderen Automobilhersteller etwas komisch gucken. Nee, Dacia den Lambo jagt, ne? Ja. So wird es nicht passieren, jetzt hast du was gesagt, jetzt werden die Kommentare kommen, Lambo hier und so weiter. Kann man nicht vergleichen. Nein. Nur ein Dacia kostet, warte, da kriegt man 15 Dacia für einen Lambo. 15 Dacia, volle Bude. Oder als Basispreis, also hier als Basismodell, mit unserem Umbau, mit uns, also solche Dacia, wie ihr jetzt hier oben sehen könnt, könnt ihr 15 Dacias kaufen für ein Lamborghini Huracan. Ich habe heute einen Kommentar gelesen, hat einer geschrieben, das ist die erste Firma, wo der Chef ein Dacia fährt und die Mitarbeiter ein Rolls-Royce. Mir ist das nicht wichtig. Also ich liebe Autos. Ob das ein Rolls-Royce ist oder Dacia oder Lamborghini oder Ferrari, ist mir relativ egal. In meiner Karriere habe ich schon alles durchgefahren. Also alles, was ich fahren wollte, habe ich es geschafft. Klar, Königsegg oder Pagani würde ich auch gerne fahren, aber wäre natürlich geil, wenn jemand so ein Auto hat und zuschaut. ne, wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das ist ein Auto, was, ich sag mal, Autos für 2 Millionen Euro, ich weiß nicht, ob die einen
so zufrieden machen können. Ja? Weil ich glaube, mit dem 2 Millionen Euro Auto fährst du ja nicht jeden Tag. Also ich würde mich, oder jeden Tag oder jedes Wochenende, ja, weil da zählt wirklich jeder Kilometer, heißt Wertverlust. Ja? Weiß ich nicht. Also ich fahre meine Autos gerne. Wenn ich mir ein Auto kaufe, ja, viele wundern sich auch, ja, Belzec war auch im Winter mit einem Rolls Royce oder sowas oder mit Lambo oder ich hatte auch Ferrari oder sowas, bin ich auch im Winter gefahren. Warum nicht? Bei schönem Wetter draußen, auch im Dezember, kann man die Autos fahren. Ne? Was haltet ihr davon, wenn wir zum Beispiel, wenn ein Zuschauer hier einen absoluten Exoten hat, ja, dass wir, zum Beispiel, der kommt zu uns und wir drehen ein Video mit dem Auto. Vielleicht kann der eine oder andere hier was kommentieren, was cooler wäre. Ja, oder sich auch melden. Sich direkt bei uns melden. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. Das Video auch mit dem Günther, mit dem Porsche 911 GT3, fand ich sehr, sehr, sehr lustiges Video. Der Günther ist sowieso ein lustiger Typ. In Zukunft kommen auch ein paar Videos mit dem Günther. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt gehe ich Kaffee trinken und warte auf eine Antwort von Dacia.